Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video und zum nächsten Unboxing. Ich habe jetzt schon die Goodie Box, die My Little Box, die My Goodie Box Crush Edition ausgepackt und jetzt fehlt noch die Kikoster Box. Wuhu! Ich liebe die Kikoster Box, ihr wisst es. Und da werden wir jetzt auf jeden Fall schön reingucken. Bevor wir aber mit dem Unboxing beginnen, wie immer, schaut oben in der Infobox vorbei, da sind alle aktuellen Gewinnspiele verlinkt, würde mich sehr freuen, denn ja, es sind sehr viele Gewinnspiele online. Und je mehr mitmachen natürlich, desto besser. Ja, also die Xmas Vlogs Gewinnspiele sind online und auf jeden Fall vielleicht das 900 Abonnenten Special Gewinnspiel, je nachdem wann das Unboxing online kommt. Gucken wir mal, das aktuelle Boxengewinnspiel ist auf jeden Fall online, deswegen schaut auf jeden Fall nach dem Video da oben vorbei. Und dann würde ich sagen, gucken wir in diese Box. So, die ist irgendwie sehr leer. Sehr, sehr leer. Die war schon mal besser gefüllt, aber es muss nichts heißen. Wir haben hier einmal drin einen Flyer von Outfittery, brauche ich nicht. Einmal von Mazzetti, vielleicht ist von Mazzetti was drin. Da hinten ist ein Wein drauf. Ein Wein wäre schon nicht schlecht. Dann einmal Coldbox Edition, die habe ich auch schon bestellt. Und zwar ist das, glaube ich, ein Dreier-Bundle, wenn ich mich nicht alles täusche. So ein Abo im Endeffekt, so ein Dreier-Abo. Und einmal eine Weihnachtskarte. Frohe Weihnachten und ein schönes neues Jahr. Vom gesamten Degusta-Box-Team. Das Jahr 2021 voller Überraschungen und Köstlichkeiten neigt sich dem Ende zu. Ein großes Dankeschön dafür, dass du Teil unseres Jahres voller leckere Degusta-Box-Entdeckungen warst. Bleib gespannt, denn nächstes Jahr erwarten dich weitere gemeinsame Überraschungen. Ja, mega. Und dann kommen wir zu dieser Box, wo ich auf jeden Fall schon mal nicht reingucken kann, denn da, das ist eine Doppelkarte. Einmal ein Rezept für Waffeln anscheinend. Sahnewaffeln mit Orangen-Granat-Apfelsauce. Bin ich gespannt, was davon drin ist. Und einmal eine Werbung von Bugles. Vielleicht sind ja Bugles drin oder Bugles oder wie man nach, die auch immer sagt, ich hätte gedacht Bugles. Mit Guacamole. Da kommen die Guacamole gut. Das ist eine tolle Idee. Gut, dass ich Avocado habe, nur keine Tomaten. Werde ich auf jeden Fall testen, das finde ich mega. Vielleicht habe ich gewürfelte Tomaten. Muss ich mal gucken. Ja, und dann würde ich sagen, nehmen wir ein Produkt nach dem anderen. Und das erste sind, glaube ich, Bugles. Ja, das hat sich tatsächlich schon danach angefühlt. Einmal von Lay's, die Bugles Sour Cream and Black Pepper. Ja, Pfeffer ist jetzt nicht so meins, aber es ist nicht so schlimm, wenn sie gemahlen sind. Wenn ich jetzt größere Pfefferkörner hätte, hätte ich eher ein Problem, weil ich hasse Größe. Ich hasse das, wenn ich auf Pfefferkörner drauf beiße. Finde ich grauenvoll. Und zwar zur Umdrehung. Und hier steht noch von Neujahr Gewinnspiel. Bugles, Bugles, Bugles. Wo sind die Bugles? Hier sind sie. Lay's Bugles Sour Cream und Black Pepper. 1,59 kosten die. Lay's Bugles sind köstliche Mais-Snacks in Hörnchenform. Super knusprig, super lecker und jetzt in der neuen Geschmacksrichtung Sour Cream und Black Pepper erhältlich. Unsere ikonischen Lay's Bugles stehen für Partyspaß wie kaum ein anderer Snack. Einfach der perfekte Snack zum Teilen mit Familie und Freunden und ideal zum Dippen. Bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Ich kenne, glaube ich, die Paprika habe ich schon gegessen, die sind relativ gut. Deswegen finde ich toll. Dann haben wir eine rechteckige Verpackung. Ein Tee! Und zwar Bad Heilbrunner. Neue Kräutertee, Orange, Zitronenmelisse mit Vitamin D, dem Sonnenvitamin, natürlich aromatisiert mit Orangengeschmack. 8.23. Immer mit sprudelnd kochend heißem Wasser aufgießen. Die hört sich echt toll an. Orange, Zitronenmelisse ist bestimmt gut. Bad Heilbrunner Vitalität. Vitalitätstee. Kostet 1,69 Euro. Ist in Ordnung. Mit unseren leckeren Vitalitätsteesorten könnt ihr Tag für Tag die wohltuenden Geschmacksvielfalt von Bad Heilbrunner entdecken und gesunde Genussmomente erleben. In der warmen Tasse Tee kommen die unverwechselbaren Aromen und Düfte der naturreinen Kräuter, Früchte und Gewürze perfekt zur Entfaltung. Wertvolle Vitamine tragen zudem zu eurem Wohlbefinden bei. Eine Sorte pro Box. Da hätte es noch gegeben, irgendwas mit Zitrone, denke ich mal. Nein, Ingwer-Geschmack. Jetzt nicht so meins gewesen. Guarana, glaube ich. Guarana Apfelminze und Cranberry Waldbeere. Ja, da bin ich um den jetzt schon sehr froh. Passt dir auf jeden Fall. Weil Ingwer habe ich es nicht so. Guarana, keine Ahnung. Kann ich nicht sagen. Aber Waldbeere ist ja auch nicht so meins. Dann haben wir eine Backmischung oder so. Nein, Kakaonips. Sehr gut, weil ich mache tatsächlich morgen eine Nachspeise für Weihnachten. Und da würde das schon sehr gut reinpassen. Kakaonips 100% Kakaobohnen, schon nicht geröstet. Und zwar
ich finde es nicht hier. Dr. Edgar natürlich Kakaonips kosten 1,99 €. Das ist schon teuer für so ein bisschen Kakaonips. Während die Dr. Edgar natürlich Kakaonips schonend geröstet und zerkleinert, jedem Gebäck, Dessert oder Eis einen ausgeprägten typischen Kakaogeschmack plus aufregenden Crunch verleihen, schmecken sie auch pur einfach unwiderstehlich. Hergestellt aus 100% Kakaobohnen werden auch die Kakaonips dem Anspruch an möglichst natürliche und nicht hoch verarbeitete Zutaten gerecht. Hört sich toll an. Wie gesagt, kommt mir gerade recht für Weihnachten. Auch wenn ich trotzdem keine 1,99 € dafür ausgeben würde. Dann haben wir Suppennudeln. Suppennudeln. Und zwar von Cup Noodle Soba Japanese Curry. Ready in 3 Minuten. Ich liebe diese Woknudeln. Da hatten wir ja jetzt einige von der den Studententüten und auch vom Cashback und so weiter. Für den Umzug auf jeden Fall mega gut zu gebrauchen. Jetzt haben wir zwar keinen Umzug mehr, aber ich esse sie natürlich trotzdem gerne. Nissin Cup Noodles Soba Japanese Curry kostet 1,69 €. Nissin Cup Noodles Soba Japanese Curry vereint die Vorzüge des klassischen japanischen Currys mit der Kraft und Stärke eines vegetarischen Wok-Style-Nudelgerichtes. Authentischer geht japanisches Curry nicht. Hört sich mega an. Ja, dann haben wir eine Tube. Den habe ich tatsächlich schon auf der Utrainy-Seite gesehen, weil da gucke ich immer ab und zu mal rein, ob ein paar gute Sachen da sind. Und der hat mich tatsächlich interessiert, und zwar Löwensenf, Senf, Koriander, Mittelscharf. Da bin ich mega gespannt drauf. Und da gibt es, glaube ich, auch Kurkuma, der würde mich auch mega interessieren. Ja, den hätte es tatsächlich auch gegeben, eine Sorte pro Box. Löwensenf, Koriander und Kurkuma-Senf. Wäre mir jetzt egal gewesen, ich würde beide gerne testen. Kostet 1,29 €, das geht tatsächlich. Vielleicht kaufe ich mir den zweiten auch einfach. Eine angesagte Kombination aus mildem Löwensenf und leicht herber Kurkuma bzw. zitronigem Koriander. Super lecker zu Hähnchen und Ofengemüse. Eine ungewohnt leckere Geschmacksexplosion, die man sich nicht entgehen lassen sollte. Eine Sorte pro Box. Finde ich toll. Dann, oh Gott, noch eine Tube. Marmitube wieder was, und zwar mal eine neue Sorte, die kenne ich noch gar nicht. Marmitube 100% aus recyceltem Aluminium, Fruchtaufstrich, Erdbeere, Rhabarber, ohne Kerne und Fruchtstücke, was ich sehr gut finde, ich hasse Kerne. Kerne gehen noch, wenn es so kleine Erdbeerkerne sind, dann ist es in Ordnung, oder so Himbeer, die haben ja auch so ein bisschen Kerne drin, aber Fruchtstücke, nö. Und zwar Marmitube, Fruchtaufstrich aus der Tube. Marmitube hat den Fruchtaufstrich in 100% recycelte Aluminiumtube gebracht. Leckere Genuss mit 66% purer Frucht, frei von Kernen, Konservierungs- und Farbstoff. Und da hätte es gegeben, Himbeere bin ich froh, dass ich die nicht habe. Pfirsich habe ich schon, deswegen bin ich da auch froh, dass ich die nicht habe. Die Erdbeere war aber, wie gesagt, und Erdbeere. Ich weiß aber nicht, ob das bloß Erdbeere ist. Da ist noch was mit drauf, aber ich weiß nicht was. Ja, da bin ich ehrlich gesagt froh, dass ich die habe, weil so eine habe ich auf jeden Fall nicht. Also Erdbeer-Rhabarber, und das passt auf jeden Fall zusammen. Erdbeer-Rhabarber schmeckt super zusammen. Und habe ich schon gesagt, wie viel die kostet? 2,49 €. Ist schon teuer. Aber Marmelade ist, glaube ich, allgemein teuer. Dann haben wir etwas Eingepacktes. Und zwar, vielleicht ein Wein. Ja, Mazzetti-Wein. Oh, da freue ich mich. Oh, da freue ich mich echt. Säure 6%. Ach, das ist kein Wein. Das ist ein Balsamico. Ich freue mich, dass es ein Wein ist. Das ist mein Balsamico, deswegen denke ich mir, hey, Säure 6%. Und ich hätte mich jetzt über einen Wein gefreut. Schade. Aber Balsamico ist auch auf jeden Fall toll, weil wir haben noch viel Mozzarella drin. Dann könnte ich mir... Ja, okay, Tomate, Mozzarella ist nicht möglich, wir haben keine Tomate. Aber wir haben Gurke. Gurke mit Mozzarella und dann Balsamico drüber, schmeckt genauso gut. Ja, und zwar Mazzetti Aceto Balsamico di Modena Tino Tipico. Kostet 1,99 €, ist auch wahnsinnig teuer. Mazzettis Tino Tipico ist ein in Eichenholzfässern gereifter Balsamico-Essig, der vollmundig und säuerlich-fruchtig schmeckt und perfekt ist für kräftige Mentasalate. Aber auch zu Caprese, Tomate, Mozzarella passt und zum Verfeinern von Suppen und Soßen. Ja, finde ich toll. Finde ich echt toll. Ja, ist wieder eine sehr tolle Box bis jetzt. Wollen wir jetzt anders hinsetzen, weil sonst kann ich nicht mehr sitzen. Ich hole die Boxen jetzt von mir. Und dann haben wir noch etwas in Folie. Und zwar Oro d'Italia, neu. Sind da Stückchen drin oder ist das einfach bloß püriertes Gemüse? So Tomatensoßen-Gemüse. Keine Ahnung. Tomatensoße mit Gemüse. Also denke ich mal, dass da Gemüsestückchen drin sind. Interessant. Aber auf jeden Fall was man immer brauchen kann. Oro d'Italia Tomatensoße mit Gemüse kostet 2,19 €. Finde ich auch schon teuer. Dann kaufe ich mir lieber was von guten, günstiges Beleger. Tomatensoßen sind aus der italienischen Küche nicht wegzudenken. Und eine echt gute Tomatensoße braucht sonnengereifte italienische Tomaten mit Liebe verarbeitet und frisches Gemüse, das die Soße verfeinert. Oro d'Italia Tomatensoße
Tomatensauce mit Gemüse bietet 100% italienische Qualität, perfekt für dein Cucina Italiana. So viel kann ja nicht mehr schlecht sein. Und dann haben wir einen Kaffee, und zwar einen Kaffee von Milita, Bella Crema Selection des Jahres, mit feinen Aprikosen. Das hört sich toll an. Röstgrad 3 Bohnen von 5 und Säure 3 von 5. 100% Arabica, 250 Gramm. Das ist Milita Selection des Jahres 2022, kostet in der Originalgröße, das ist 1 Kilogramm Packung, das sind ja 250, wird es 14,99 kosten, ist schon teuer. Unsere Selektion des Jahres liebt es, durch ferne Länder zu reisen und sich inspirieren zu lassen. Darum schmeckt sie auch jedes Jahr anders und ganz besonders. 2022 überrascht sie mit feinen Aprikosennoten. Diese kommen durch die Solcano-Bohnen aus Guatemala. Ein besonderer Genussmoment für Entdecker. Die Box enthält eine 250 Gramm Probierpackung. Kostet 3,75 Euro. Im Handel ist die Selection des Jahres als 1000 Gramm, also 1 Kilogramm Packung erhältlich. Kaffee geht bei uns immer. Dann haben wir kleine Päckchen Backpapier oder Vanillezucker oder Hefe. Hefe könnte auch sein. Bourbon-Vanillezucker. Und zwar auch diese natürliche Reihe. Die gleiche Reihe wie diese hier. Scheint eine Serie zu sein, die sie da reingetan haben. Natürlich Bourbon Vanillezucker mit Rohrzucker. Dr. Edgar Natürlich Bourbon Vanillezucker kostet 1,59 €, das sind 3 Päckchen, ist auch teuer. Natürlich zeitgemäß und ganz ohne Zusatzstoffe. Das ist natürlich von Dr. Edgar. Der Rohrzucker in unserem Dr. Edgar Natürlich Bourbon Vanillezucker wird aus Zuckerrohr gewonnen. Der zarte Duft und leckere Geschmack der Bourbon Vanille in Kombination mit dem Rohrzucker verfeinern Schlagsahne, Feingebäck oder Cremefüllung auf besondere Art. Ich werde es testen. Obwohl ich sagen muss, ich würde mir den wahrscheinlich so nicht kaufen. Also nicht für 1,59 €. Da gibt es um einiges billigere, wo mehr drin ist. Dann noch ein kleines Päckchen, wenn ich es rausbekomme. Und zwar, ich glaube, die hatte ich schon mal drin. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Guacamole. Und ja, ich habe eine Avocado da, nur leider keine Tomaten. Verbesserte Rezeptur Fuego Guacamole Seasoning Mix. Eine von 3 Chili-Schoten, was ich sehr gut finde, weil ich mag es nicht so scharf. Vegan, ohne Geschmacksverstärker, ohne Palmöl, für 4 bis 6 Portionen. Was braucht man noch? 2 reife Avocados, die hätte ich. Eine Tomate entkernt und gewürfelt, habe ich nicht, muss ich erst kaufen. Etwas gehackte Blattpetersilie, ein Beutel Fuego Guacamole Seasoning Mix. Hört sich sehr gut an. Fuego, Salsa und Guacamole, also es hätte Salsa auch noch gegeben. Okay, dann bin ich um die Guacamole sehr froh. Und Guacamole Seasoning Mix kostet 1,29 €. Ja, für das, wie gesagt, dass man es selber machen kann, ein bisschen teuer. Fuego Seasoning Mix bietet die perfekte Basis für die schnelle und leckere Zubereitung mexikanischer Gerichte. Die Gewürzmischungen sind besonders hochwertig und ohne Geschmacksverstärker. Fuego bietet für Dips die Seasoning Mixe Guacamole und Salsa. Außerdem gibt es die leckeren Varianten für Burrito, Tacos, Chili, Tortillas und Fajitas. Eine Sorte pro Box. Anwendung zum Verfeinern von Kuchen, Desserts und Getränken. In so einen Schokokuchen kann ich es mir sehr gut vorstellen. Muss ich tatsächlich auch mal testen. Hört sich sehr gut an. Und zwar natürlich Orangenextrakt in Öl. Kostet 1,79 €. Und ich sag's wieder, würde ich auch nicht kaufen. Der Dr. Edgar Natürlich Orangenextrakt in Öl aromatisiert Gebäck oder Desserts ganz natürlich mit hochwertigen Zitrusölen und gibt ihnen somit eine unverkennbare Zitrusnote in kleinen Fläschchen abgefüllt. Ist die Portionierung bei Backen und Kochen denkbar einfach. Es hört sich toll an, würde ich mir aber so nicht holen. Ich gebe es ehrlich zu. Würde ich mir so nicht holen. Dann haben wir noch drin etwas Großes. War das letzte? Ja, scheint das letzte zu sein. Interessant. Nur 9 Kilokalorien, dann kann ich die tatsächlich jetzt so trinken. Ohne Süßungsmittel, Granini, ultraleicht orange, natürlich erfrischend. Ich hoffe, da ist Kohlensäure drin. Keine Ahnung. Hört sich aber sehr gut an. Und zwar ist das die Limo von Granini, die Limo Ultra Leichte Orange. Kostet 1,45 €, das ist aber 1 Liter, also finde ich in Ordnung. Natürlich erfrischender Geschmack mit nur 9 Kalorien pro 100 Milliliter und das Ganze ohne Süßungsmittel. Genau das macht die Limo Ultra Leicht Orange so einzigartig. Sie enthält 75% weniger Zucker gegen eine die Limo Original und dient somit als erfrischende Abwechslung im Alltag, wenn Wasser mal wieder langweilig wird. Bin gespannt, wie das schmeckt. Also ich, wie gesagt, ich hoffe, dass da Kohlensäure drin ist. Und dann werde ich sehr gerne testen. Ja, und das war's tatsächlich wieder. Das war die Box. Und was verlose ich jetzt an euch? Ich will schon wieder alles testen. Ich weiß es nicht. Schwierig, schwierig. Wir gehen auf jeden Fall mal durch. Wir haben einmal den Kaffee von Milita Bella Crema Selektion des Jahres. Sehr, sehr schön. Kaffee kann ich immer brauchen. Einmal die Limo. Finde ich natürlich toll. Limo finde ich allgemein immer toll. Dann einmal von Doro Italia das Gemüse. Bin ich auch sehr gespannt drauf.
Und dann einmal von Nissin die Nudelcups. Also wie gesagt, diese Japanese Curry, habe ich noch nie probiert, bin ich auch sehr gespannt drauf. Und dann einmal, wie gesagt, die Bugles von Lay's, bin ich auch sehr gespannt drauf. Und dann einmal das Balsamico, finde ich, kann man immer brauchen. Und dann einmal Orangenextrakt in Öl, bin ich auch wahnsinnig gespannt drauf. Dann einmal die Guacamole, kann ich immer brauchen. Und dann werde ich, denke ich, an euch verlosen einmal Bourbon-Vanillezucker, weil da habe ich auf jeden Fall genug da, das weiß ich, dann kann das einer von euch testen. Dann einmal die Kakaonips mit 100% Kakaobohnen schon geröstet, bin ich auch sehr gespannt drauf. Einmal die Rhabarber-Erbe-Marmelade. Marmelade geht auch immer. Genauso wie bei uns auf jeden Fall immer Senf geht. Senf geht einfach immer. Genau, einmal der Löwensenf plus Koriander mittelscharf. Und das, und den Bauchheilbrunner-Tee. Orange-Zitronenmelisse. Tee gibt bei uns auch immer. Und das war es tatsächlich wieder mit der Box. Was sage ich zur Box? War wieder eine schöne Mischung. Was mir ein bisschen gefehlt hat, ist so Schokolade. Dieses Mal hatten wir nichts an Schokolade drin. Da war aber die letzten Monate relativ viel drin, deswegen ist es gar nicht so schlimm. Und so wirklich was zum Naschen ist tatsächlich dieses Mal, finde ich, nicht drin. Außer jetzt die Bugles. Ja, würde ich sagen, ist es eine relativ gesunde Box dieses Mal. Eher Sachen zum Kochen und Backen. Ja. Aber finde ich nicht schlecht. Ist auf jeden Fall mal was anderes. Nicht ständig so Süßigkeiten boxen, obwohl ich das natürlich nicht schlecht finde, aber es ist auch mal schön. Ja, also ich kann euch die Degusta-Box immer noch wahnsinnig empfehlen. Ja, das mit dem Adventskalender ist doof gelaufen, dass der erst am 3. Dezember kam. Aber da sind wir beide ein bisschen schuld. Sagen wir es mal so. Ja, das war's jetzt mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Lasst mir auf jeden Fall einen Kommentar da, wie euch das Video gefallen hat. Würde mich sehr interessieren. Natürlich auch sehr gerne unten ein Abo da lassen, wenn ihr kein Unboxing, kein Gewinnspiel, kein Schminkvideo, kein Haul und was weiß ich mir verpassen wollt. Dann auf jeden Fall unten auf den Abo-Button klicken. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag, eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!